Schon mitten in der Vorstellung hatte es die Zuschauer von den Sitzen gerissen. Billy Elliot und das Ensemble legten gestern eine Premiere hin, die ihresgleichen sucht. Das Musical erzählt die Geschichte des Bergarbeitersohns Billy, der als echter Kerl boxen soll, aber vom Tanzen träumt. Die Musik hat Elton John geschrieben, nachdem er 2000 die Filmpremiere gesehen hatte. Der Filmregisseur Stephen Daldry war gestern im Meertheater. Elton fand sich emotional in der Vater-Sohn-Geschichte wieder und wollte unbedingt ein Musical daraus machen. Wir waren skeptisch. Jetzt ist es besser als der Film. Er hat die Idee durchgesetzt. Ein Bergarbeiterstreik im Nordengland der 80er Jahre bildet die politische Rahmenhandlung. Choreografie und Handlung ergänzen sich perfekt. Tanzvermögen, Ausstrahlung und spielerische Kraft der Charaktere perfekt, aber alles andere als glatt. Dieses Musical ist intelligent, witzig, grotesk, berührend und vor allem vielschichtig. Es ist super authentisch und halt nicht eines dieser Schmusi-Musicals, sondern alles mit drin. Soziale Ungerechtigkeit, die Bergbaugeschichte, der Tanz, das Schwulsein oder warum man nicht sich danach entwickeln kann, wie man fühlt. Ich fand es wirklich echt und wahrhaftig, kraftvoll, berührend und die reden mal Klartext. Diese Kinder sind der Kracher. Der Vater ist der Kracher. Das ganze Stück ist das absolute Traum. Vier Billys sind aus Liverpool angereist. Gefeiert wurde der Premierenstar hier heftiger, sagt er. It was actually quite more louder, more claps and stuff. Emil Gooding, Billy Elliot, Hamburg. Das fühlte sich gestern an wie der Beginn einer großen Liebe.